Gilfke, die Republika, ist das sowas wie ein Familientreffen oder was halten Sie von der Republika? Also es ist ein Familientreffen mit dem kleinen Unterschied, hier kann man sich die Verwandten aussuchen, was eine erhebliche Verbesserung gegenüber den traditionellen Familientreffen ist, aber eben, weil Sie es eben auch gesagt haben, das, was wir uns im ersten Programm angucken, die Leute gucken es ja immer noch in großer Zahl und in wachsender Zahl im ersten Programm, aber die Leute wollen Nachrichten auch auf anderen Plattformen und da ist die Republika ein idealer Ort, um sich auszutauschen, welche Plattformen sind es, wo Menschen sich versammeln, wo Menschen Informationen nachfragen, was sind die Plattformen der Zukunft und welche werden möglicherweise bald verschwinden. Deshalb bin ich total gerne hier. Okay. Letzte Frage. Es gibt gleich ein Symposium, wo es um Podcasts geht und andere Formen auch der Präsentation von medialen Inhalten. Da sind Sie bei ARD aktuell ja auch ganz weit vorne. Warum machen Sie das? Also warum sind Sie jetzt auch bei den neuen Formaten, Podcast etc. dabei? Ja, ganz einfach, weil es unser Auftrag ist. Wir haben den Auftrag, Menschen zu informieren, und zwar egal, wo sie sind und egal, wie alt sie sind, ob sie alt, jung, ob sie zahlungskräftig oder Sozialhilfeempfänger sind, das ist vollkommen egal. Und deshalb müssen wir auf allen Plattformen, auf denen die Leute uns nachfragen, präsent sein und unsere Informationen dort anbieten. Dafür zahlen die Leute ihre 17,50 Euro und dafür haben sie, glaube ich, es auch verdient, dass wir uns richtig ins Zeug legen. Vielen Dank, Herr Gnifke, für das Interview. Danke.